Millionen im Euro-Jackpot sind. Sonnige Aussichten. Freitag rund 61 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Hören Sie auf, mich zu filmen! Hören Sie auf, mich zu filmen! Geht es doch weiter! Hören Sie auf, mich zu filmen! Sie halten die Kamera direkt auf mich zu, Sie begehen eine Straftat! Das dürfen Sie nicht! Sie begehen eine Straftat! Sie begehen eine Straftat! Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen! Sie begehen eine Straftat! Gehen Sie doch weiter! Hören Sie auf, mich zu filmen! Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht! Frontalaufnahme! Frontalaufnahme! Das sehe ich gut aus. Ne, dann erstmal herzlich willkommen bei Nonsenf. Und wieder bin ich froh, dass ich kein Sachse bin. Außerdem sehe ich ja auch ganz anders aus. Was der gute Mann hier nämlich trägt, das ist nahezu unbezahlbar. Schauen Sie mal. Die Weste 200 Ocken, die Brille 250, das Hemd 350. Nur der Hut. Naja, da war meiner teurer. Übrigens, diesen Hut, also den Hut dieses Mannes, den kann man bei Amazon bestellen. Und wie das im Internet so üblich ist, kann man das Produkt Deutschlandhut auch gleich bewerten. Hier sind die schönsten Bewertungen des Pegida-Hutes aus dem Internet. Jahrelang versuchte ich mit Gesang vor einschlägigen Museen das Auge der Öffentlichkeit zu erhaschen. Doch wie durch ein Wunder erreichte ich mit dieser Mütze binnen weniger Tage Ruhm und Ehre. Für mich ist die Mütze ein täglicher Begleiter geworden. Ich ziehe sie mir immer frontal ins Gesicht. Seitdem ich diese Wunderkappe trage, wollen sie mir alle ins Gesicht filmen. Nach Aufsetzen dieses Hutes ging eine Verwandlung in mir vor. Ich wollte immer Volksfahrräder und bedankte mich bei einer gewissen Merkel. Nach einem Blick in den Spiegel stellte ich außerdem fest, dass ich jetzt durchaus auch für Frontalaufnahmen mit einer Kamera geeignet bin. Werde den Hut jetzt auch bei meinem Job bei der Pegizei immer tragen. Als ich den Hut ausgepackt und aufgesetzt habe, ist mir sofort eine Sonnenbrille, ein Karohemd und eine rote ärmellose Jacke gewachsen. Meine Aussprache klang etwas merkwürdig, als sie mir die Worte »Sie begehen eine Straftat« und »Sie haben mich ins Gesicht gefilmt« entsprungen sind, habe ich beschlossen, mich beim LKA Sachsen als tariflicher Mitarbeiter zu bewerben. Eigentlich wollte ich mich bei der Pegizei Sachsen bewerben, allerdings hatte ich zu meiner Stasi-Zeit leider nicht die Möglichkeit, ein Abitur zu erreichen. Grundsätzlich ist der Hut sehr zu empfehlen, man sollte nur beachten, dass es zu Störungen des Demokratieverständnisses und zu einem IQ-Verlust von 100% führen kann. Von mir 5 Sterne. Ja, meine Damen und Herren, der Typ unter dem Hut ist übrigens nicht nur Anhänger von Pegida, sondern eben auch Mitarbeiter des Landeskriminalamtes in Sachsen. Und das, finde ich, ist der eigentliche Hammer. Wenn der Chef des Tierschutzvereins nach Feierabend erstmal zur Jagd geht. Naja, dieser Mann braucht offensichtlich einen Ausgleich zu seinem Job. Als Mitarbeiter des LKA ist er ja im Staatsdienst und da bekommt er sein Geld, also direkt, naja, fast direkt von Merkel. Und was rufen die da? Der ist also nicht nur Nazi, sondern auch noch doof dazu. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Machen die aber auch Lieder singen. Was für eine verrückte Welt. Übrigens wurde das Deutschlandlied auch in Erfurt gesungen, als am vergangenen Donnerstag die CDU in der Messehalle ihren Jahresempfang abgehalten hat. Stargast war neben Mike Moring der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und der durfte mit dem Radetzky-Marsch auf die Bühne in Erfurt steigen. Musik.
Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mit dem Radetzky-Marsch wird man als österreichischer Bundeskanzler nicht immer begrüßt. Vielen Dank dafür. Ich bin nicht übermäßig musikalisch, aber der österreichische Botschafter in Berlin, der mit mir heute da ist, Herr Lotz, Herr Dirigent, war der Meinung, Sie haben sich mehr als für das Neujahrskonzert qualifiziert. Also wir werden... Wir werden, wenn Sie erlauben, da einen Kontakt zu den Philharmonikern herstellen. Jetzt fragen sich natürlich alle, wer ist dieser Herr Lotz? Das ist der Kapellenchef des Unterhaltungsorchesters Singertal aus Thema. Und der mischt jetzt offensichtlich in der ganz großen Politik mit. Warum? Das erkläre ich Ihnen gleich. Also wo haben Sie jetzt, andere Frage, wo haben Sie Sebastian Kurz das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesehen? Ach ja, richtig, auf der Hochzeit seines eigenen Außenministers. Guck an, der Putin und der Kniefall der frisch angetrauten Frau Kneißl. Aufschrei! Man kann doch bitte nicht vor Putin auf die Knie gehen. Das ist ein Fauxpas. Das kann man auch nur noch diplomatisch retten. Oder eben musikalisch. Herr Lotz, was machen wir denn jetzt? Irgendwann haben wir gesagt, wir machen mal was ganz anderes. Es gibt so viele schöne russische Literatur und da haben wir uns halt ein duftes Programm zusammengesucht und das wollen wir mal als russischen Abend verkaufen, obwohl kein russisches Orchester spielt, aber das macht ja beim böhmischen Abend auch kein tschechisches unbedingt. Und ja, und hoffen, dass das uns auch so gelingt, wie wir uns das gedacht haben. Und dieses herrliche Konzert gibt's also am 29. September im CCS Suhl. Der Eintritt für Österreicher ist frei, alle anderen bekommen die Karten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Ist kein Witz, das ist ein echtes Konzert. Bitte gehen Sie gern dahin, gehen Sie aber niemals zu einem Neonazi-Konzert. Nicht nur, weil die Musik wirklich schlecht ist, die Texte sind es auch. Am vergangenen Samstag, da hatten sich Lokal- und Landespolitiker noch richtig gefeiert, weil sie es endlich mal geschafft haben, ein Nazi-Konzert, und zwar in Mattstedt im Landkreis Weimarer Land, zu verbieten. Und ein Gericht hat das sogar bestätigt. Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Innenminister Georg Mayer, die sprachen von einem ersten Etappensieg im Kampf gegen rechts, dem weitere folgen müssten. Herrlich, ja. Die Freude, die hielt bis zum Abend. Da meldete nämlich der bekannteste Neonazi des Landes kurzerhand eine Versammlung auf seinem privaten Grundstück an. Diesmal hat das Kloster Fessra getroffen, das im Landkreis Hildburghausen und ungefähr gefühlt einen Kilometer von Thema entfernt. Und da spielten dann die Bands, die eigentlich für Mattstedt gebucht waren. Prima. Nächste Meldung. Forscher haben per Drohne einen eingeborenen Stamm entdeckt, der bislang noch keinerlei Kontakt zur Zivilisation hatte. Diese Menschen leben wie in der Steinzeit, haben unbekannte Bräuche und niemand versteht ihre Sprache. Und wo war das? War das in Kloster Fessra? Bayern? Nein, das war im Dschungel von Brasilien. Und das ist doch beruhigend, dass die Brasilianer jetzt auch ein kleines Problem haben, Leute, die eine Sprache sprechen, die man nicht versteht. Was heißt eigentlich, Merkel muss weg auf Portugiesisch? Das klären wir vielleicht nach der Werbung. Sonnige Aussichten. Freitag rund 61 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.
Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir sind's, die von Nonsenf. Die Mietpreisbremse, die soll schon wieder abgeschafft werden, weil sie nichts nützt. Das hat zumindest die Bild letzte Woche gemeldet. Jetzt fand ich die Idee eigentlich ziemlich super. Alles, was nichts nützt, einfach weg. Aber wenn das Schule macht, das sind ja die Hälfte aller unserer Gesetze weg. Und RTL 2. Ein Kommentar von unserem Außenreporter Klaus. Bah, hat's dann gesagt, hä? Bah, also wer hat dann etwas gegen die Mietpreisbremse? Es war ein Expertengremium, bestehend aus Hochschullehrern. Aber glotzt mal genau hin, das waren alles Hochschullehrer aus Wirtschaftsfächern. Und die haben gesagt, die Mietpreisbremse behindert Neubau von neuen Häusern. Und die vierte Mittel für dann sozialen Wohnungsbau, gell? Die würden dadurch fehlgeleitet. Und deswegen soll sie abgeschafft war. Aber ich frage mich ja, was kommt dann stattdessen dahin, gell? So, sie warum jetzt ein anderes Gesetz, einfachere Bauvorschriften soll's gar und weniger Grunderwerbssteuer sollen sie berab, die Bauherren. Ja, freilich, damit die reichen Leute die Häuser bauen, auch noch reicher werden. Das ist eine gute Idee, gell? Ich sage es mal so, wenn ich an alle Tisch habe, gell? Und da ist Lackfarbe drauf und ich will aber wieder das Holz ohne dran sehen, gell? Da muss der Lack roh, ja? Und wenn ich dann merke, Mensch, ach, die Verdünnung, die ich gekauft habe, die ist aber giftig, gell? Da kommen entweder Benzin genommen oder Wetzpapier, Schleifpapier, ja? Aber im Lahmen wird ich mich keinen Topf neue Lackfarbe kaufen und dann die schnell einmal in der Hoffnung, danach sehe ich das Holz ohne drunter, gell? Da verbrenne ich lieber dann dich. Da habe ich es auch einmal hüschwarm, wenn ich bald ohne der Brücke muss schlafen. Ein Kommentar vom Außenklaus. Und jetzt, Damen und Herren, gibt es Musik von einem Künstler aus Thüringen. Er kommt aus Erfurt und wohnt da immer noch. Und er hat wohl etliches richtig gemacht. Clouseau kennt man nämlich inzwischen wohl in ganz Deutschland und auch darüber hinaus. Und wie gerne würde ich Clouseau mal hier in die Sendung einladen, aber irgendwie ist kein Rankommen. Aber jetzt kommen Sie ins Spiel. Vielleicht können Sie mir ja helfen. Kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der ihn kennt? Dann sagen Sie ihm doch einfach mal Bescheid, dass hier ein kleines Plätzchen für ihn frei ist. Clouseau, melde dich. Denn die Musik, die er macht, die Clouseau macht, die ist außergewöhnlich. Die Texte sind echte Poesie. Und wenn man ein Album von ihm hört, kann man alles nur nicht unberührt bleiben. Er reist verdammt gern durch die Welt und deshalb heißt sein neues Album auch Handgepäck. Es ist ganz frisch, kann man überall kaufen, wo es feine Musik gibt. Und hier ist ein Song aus der neuen Platte von Clouseau. 4 Jahreszeiten an einem Tag aus dem Album Handgepäck. Wir sehen uns wieder am nächsten Tag, nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie anständig. Aussichten. Freitag rund 61 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.